alles geben. Unverletzt durchkommen. Ja, Flachspülen hoch binnen. Ja, trocken heimkommen. Trocken heimkommen. Nüchtern. Der Kampfname ist Kevinis. Die fantastischen Vier, das klingt gut. Kroko Live. Die krummen Bananen. Einfach die Besten. Schau uns an, das sind die Tiger! Halbzeit, die Spieler, wie man sieht, sind schon etwas gezeichnet. Jetzt gibt es Halbweh, das heißt, es gibt auch Stärkung, ein bisschen Bier, ein bisschen Schnapsel und dann geht es gestärkt in die zweite Runde. Ihr werdet sehen, das wird viel noch cooler werden wie die erste. Wie wichtig die Stärkung ist, ja, zu viel Bier sollen wir nicht trinken. Sehr wichtig, weil ich spiele heute wieder das Wetter. Leicht durchwachsen. So, jetzt haben wir uns ein bisschen gestärkt. Vor dem Loch 10, das geht unten los mit legalem Doping. Also, das ist erlaubt beim Golfspielen. Aber, alles darf nicht zu laut sagen. Und jetzt gehen wir gestärkt in die zweite Runde und werden schauen, ob es jetzt besser läuft als die erste. Dankeschön. Wir sind trocken heimgekommen, das war wichtig, ein schönes Spiel, über das Sportliche reden wir bitte nicht. Das Turnier, wie soll man sagen, schwach angefangen, stark nachgelassen. Ein Flightpartner von uns hat einen Igel gespielt und das ist ein besonderes Erlebnis für einen Golfer. Wir haben einen fantastischen Flight gehabt, wir haben einmal Spaß gehabt, der Platz in tadellosem Zustand, Golfen in Kärnten eine optimale Sache. Auf den ersten 2 Metern, auf den nächsten 4 Metern, auf den übernächsten 8 Metern, auf den letzten 6 Metern, eigentlich überall. Also ich habe da gut umgeraten. Meine Mutter wäre stolz auf mich. Der innere Schweinehund, der ist da halt der größte Fan. Ja. Kann ich nicht sagen. Also Platz war herrlich, Wetter geregnet hat, nichts war traumhaft Spiel. Jedes Loch war ein Tücke für mich. Es hat schon einige Tücken gegeben. Der Ball war im Teich drin, den nächsten Ball habe ich vorgespielt. Ich habe das Loch gestrichen und so war es einige Male. Nächster Turnier müsste das See und da müssen wir nachschauen, ja, da müssen wir festpunkten, dass wir den Rückstand, was wir heute eingefangen haben, nachher aufräumen.
naja, zumindest gleich schlecht zu sein wie heute. Also bei Mühlstadt einfach wieder dabei sein, Spaß haben, unverletzt zurückkommen, dann noch ein paar gute Bier und vollkommen egal, ob man erster, letzter sein, ein Gaudi muss sein. Ah, Kärntenfilm ist auch noch da. Danke, dass ihr da wart. Aber jetzt geht's in Bad Kleinkirchen ums Feiern und da haben die Kamera dann jetzt nichts mehr zu suchen, denn was in Bad Kleinkirchen passiert, bleibt in Bad Kleinkirchen.